Eine Welt. Vier Nationen. Hunderte Avatare. Und ein Vermächtnis. Keine Ahnung. Ja, 2025 ist es soweit und ein neuer Avatar bekommt seine eigene Animationsserie. Und auch wenn wir bisher leider immer noch nicht wissen, wer der neue Avatar sein wird, welches Geschlecht er hat und ob seine Epoche direkt nach Korras Ableben spielt, gibt es massenweise an Hinweisen und Details, die nicht nur langen, um zu behaupten, dass der neue Avatar der bisher mächtigste sein wird, sondern an denen wir uns grob orientieren können, um herauszufinden, welchen Plot uns die Serie in gut 1,5 Jahren erzählen, wie stark der erdbändige Avatar sein wird und was sein Ziel ist, um als vollwertiger Herr der vier Elemente angesehen zu werden. Viel Spaß! Solltet ihr auf das Video hier geklickt haben, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ihr alles mitbekommen habt, was in der letzten Zeit so angekündigt wurde und auf was wir uns alles freuen können. Falls nicht, hier könnt ihr euer Wissen gerne nochmal auffrischen. Aber für die anderen lasse ich die ganzen News jetzt einfach mal weg und springe direkt ins Geschehen bzw. der Frage, um was es in Avatar 2025 gehen wird. Als die Legende von Korra damals released wurde und aus der mysteriösen und geheimnisvollen Fantasy-Welt ein New York-Abklatsch wurde, ohne irgendwelche Altvorderen oder sonst was, müssten die meisten von uns enttäuscht gewesen sein. Und auch war klar, dass sich das Szenario und genau der ausschlaggebende Punkt, der Avatar so einzigartig machte, bis zum dritten Buch nicht wirklich ändern wird. Von Kuvira und ihrem Mecha-Titanen mal ganz zu schweigen. Es ist einfach Fakt, dass umso mehr unsere reale Welt als Vorbild genommen wird, der Charme dieser einzigartigen Fantasy-Welt immer mehr verloren geht, weshalb ich zwar denke, dass die Schöpfer sich nach wie vor von unserer Welt inspirieren lassen, mal ganz davon abgesehen, dass der Avatar nach Korras Epoche in unserer Zeit leben müsste, allerdings nicht denke, dass Brian und Mike ihre Figuren mit iPhones rumrennen lassen. Im Gegenteil. Während Kuvira bereits Geisterenergie für ihre Zwecke nutzte, ließ Korra ein drittes Portal mitten in Republika entstehen, was nach ganzen 10.000 Jahren ermöglicht, Geister sowie Menschen miteinander koexistieren zu lassen, weshalb ich es eher für möglich halte, dass hier der Schwerpunkt liegen wird, anstatt auf anderer Elektronik, wie zum Beispiel in den Comics mit Gehirnwäschen oder sonstigen der Fall war. Die Geisterwelt könnte als neue Energiequelle dienen und einen neuen technischen Fortschritt in die Vier Nationen bringen. Sei es nun fortschrittlicher als bei uns oder aber doch einfach irrelevant. Die Geisterwelt ist ein noch nahezu unerforschter Ort und deswegen weiß ich nicht, wie es euch geht. Aber ich vertraue zu 100% den Avatar Studios und wenn man daran denkt, dass Aang ursprünglich nicht 100, sondern 1000 Jahre im Eisberg hätte stecken sollen, haben Brike sicher genug Ideen, um sie endlich verwirklichen zu können. Wir finden nach wie vor, dass die Welt von Avatar gigantisch ist, weswegen wir auch nie von der Idee abgelassen haben, diese weite Welt zu erkunden und neue Orte zu sehen, was auf den verschiedensten Wegen möglich ist. Und jetzt, wo wir diese Möglichkeit bekommen haben, ist endlich der Moment gekommen, das Franchise in die unterschiedlichsten Richtungen zu erweitern und auszubauen. Machen wir aber mit der Handlung weiter und ich glaube, dass wir zumindest fürs erste Buch den Plot schon haben, wenn man bedenkt, dass das Projekt Korra nur dafür gemacht wurde, um uns genau wie mit Aang auf eine neue Reise mitzunehmen und die Fehler des vorherigen Avatars wieder gut zu machen, so wie wir es ja eigentlich schon gewohnt sind. Avatar Korok musste das Gleichgewicht zwischen der Geister- und Menschenwelt wiederherstellen, nachdem sich Yang-Chen nur um die Geister kümmerte. Kiyoshi verfolgte dieses Ziel weiter, während Roku zwar dadurch in eine gesunde Welt reinkarniert wurde, Aang jedoch den Krieg beenden musste, der Rokus Schuld war, und zu guter Letzt Korra, die das Volk der Luftnomaden wieder aufleben ließ, nachdem Aang weggerannt war. Korra hingegen hat zwar viele Entscheidungen getroffen, die mal mehr, mal weniger gut waren, aber der markanteste Schicksalsschlag muss wohl die Trennung zwischen ihr und ihren unzähligen Vorlieben gewesen sein. Sprich, sollte sich das erste Buch voll und ganz damit beschäftigen, die verlorenen Verbindungen zu den restlichen Avataren wiederherzustellen, was nicht nur ein absolutes Muss ist, um die noch übrigen Avatar-Fans wieder abzuholen und eine extrem gute Überleitung zur vorherigen Serie wäre, sondern gleichzeitig eine der wichtigsten Plotholes finden würde, die das Avatarverse jemals zu bieten hatte.
Und bevor ich euch jetzt erzähle, dass Aang ebenfalls mal ein ganz ähnliches Problem hatte... Aang, du und dein Geist, ihr wurdet schwer verwundet. Wenn du nicht schnell handelst, wirst du die Verbindung deiner vorherigen Leben für immer verlieren. Und der Avatar-Zyklus wird enden. Hoffe ich, dass es beim neuen Avatar etwas anders ablaufen wird und man während der potenziellen Reise durch die Geisterwelt viele und alte bekannte Geister wiedersehen wird, wie zum Beispiel Prinzessin Yue, Onkel Iroh, die bemalte Lady oder sogar die Kemori Kage und der wichtigste, Ko der Gesichtsräuber. Also dann, wir sehen uns wieder. Zwar sei er Aang erneut im Click-and-Point-Game Flucht aus der Geisterwelt, was ihr hier komplett auf Deutsch sehen könnt, aber was ist, wenn Ko einen anderen Avatar gemeint hat, genauso wie er ja auch eine Verbindung zwischen Aang und Kurok sah? Mein guter alter Freund, der Avatar. Es ist schon sehr lange her. Wir als Zuschauer wissen nahezu nichts über solche allmächtigen Geister, wofür es endlich mal Zeit wird. Und was ist eigentlich mit Kos Mutter? Die Mutter der Gesichter, die jedem lebenden Organismus eine Identität gab und seit Anbeginn der Zeit Trennung sowie Erkennung in das Universum bringt. Also circa dem Zeitpunkt, als sie von ihrem Sohn aus unbekannten Gründen getrennt wurde, der dann eben anfing, Gesichter zu stehlen, um sich ihr näher zu fühlen. Wie krank wäre es, wenn der neue Avatar Ko aufsucht, um mit ihm zusammen seine Mutter zu suchen, die dem Avatar dann wieder dabei helfen könnte, die Verbindung zu seinen Inkarnationen mit Hilfe ihrer Fähigkeiten wiederherzustellen. Eventuell könnten wir dann auch mehr über vergangene Leben erfahren, wie zum Beispiel von dieser Dame hier, die aussieht, als würde sie zu der royalen Familie der Feuernation stammen, oder dem Dude direkt hinter ihr, dessen Haarschmuck noch größer zu sein scheint und mit Sicherheit auch eine königliche Vergangenheit hat. Ja, wäre auf jeden Fall mal eine Abwechslung zu Roku, Kyoshi, Kurok, Yangchen und Seto, über die wir durch die verschiedensten Medien immer mehr zu erfahren scheinen und auch passen würde, wenn man bedenkt, dass der neue Avatar zwar in unserem Zeitalter lebt, durch seine Mission, die Verbindung wiederherzustellen, jedoch Ausschnitte aus noch älteren Epochen gezeigt werden würden, wo wir, glaube ich, mal alle mit einverstanden wären. Oder? Ich meine, mehr von der Entstehung von Ba Sing Se zu erfahren, ob Omar wirklich ein Avatar war oder den Aufbau der verschiedenen Nationen zu sehen, wäre doch einfach nur krank. Im neuesten Korra-Band, Die Zeichen der Zeit, wurde sogar mal kurz darauf eingegangen, als Jinora Korra bei ihrem Problem helfen wollte, es jedoch nichts brachte. Allerdings erneut eine Anspielung sein könnte, in einer neuen Ära genau dieses Hindernis zu meistern. Oder wie Kiyoshi es nicht hätte besser ausdrücken können. Aang, unsere Entscheidungen haben meist weitreichende Auswirkungen. Manchmal positiv, manchmal negativ und manchmal über das eigene Leben hinaus. Mit den ganzen Punkten, die wir nun durchgegangen sind, bin ich mir also zu 100% sicher, dass der neue Avatar vorerst nur mit Korra kommunizieren kann, im Laufe der Story sich dann alleine in die Geisterwelt begibt, die Hilfe von bereits bekannten Geistern bekommt, um am Ende der Story ein vollwertiger Avatar zu werden, dem es gleichzeitig bestimmt ist, der mächtigste von allen zu sein. Während er zum Beispiel von Korra das Metallbändigen, Energiebändigen und spirituelle Heilen beigebracht bekommt, müsste er von Aang das Blutbändigen sowie Blitze umleiten erlernen? Und wie krass wäre es, wenn er von Kiyoshi Glas oder Sand beigebracht bekommt, also mehr Fokus auf die Sabbändigungsarten von Erde gelegt wird? Würde Korra auf jeden Fall nicht nur endlich ihren verdienten Frieden bringen? Ich bin der letzte Avatar. Es tut mir so leid, Tenzin. Sondern zweifellos einer der epischsten Momente des Avatarverse sein. Alte sowie neue Avatare zu sehen, die endlich wieder erscheinen, wenn der Avatar sich in den Avatar-Zustand begibt und auf die Stärken, die Fähigkeiten und das Wissen unzähliger und mächtiger Leben zurückgreifen kann. Gänsehaut. Und falls ihr euch schon immer gefragt habt, ob Aangs Eier genauso glatt sind wie seine Glatze... keine Ahnung. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, wie ihr sie glatt bekommt. Nämlich mit Manscaped. Was ist? Ja, Manscaped, aka die Lifestyle-Marke für Männer, aka das Unternehmen, das den Bartmarkt revolutioniert hat und das nur mit ihren Projekten und den Manscaped Beard Hatcher.
da Bart hier genau das richtige Wort ist und ihr selbst seht, dass meiner mindestens genauso stark wächst, wie die Kasse vom Kohlkopfhändler klingelt, dachte ich mir, schau mir das Paket einfach mal an und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich den Beard Hatcher jetzt schon einige Wochen benutze, um mein Fläumchen zu stutzen, was im Vergleich zu meinem alten Rasierer und den 20 verschiedenen Längeeinstellungen einfach nur genial ist. Zwar kündige ich euch jetzt noch vom leistungsstarken Motor mit ganzen 7200 Umdrehungen pro Minute erzählen, wo selbst Kuvira Augen machen würde, den titanbeschichteten Klingen, die in Sekundenschnelle noch so harte Haare durchschneiden, oder aber dem Pflegeöl, dem Shampoo, dem Conditioner, dem Balsam, der Bartschere, dem Kamm oder der praktischen Tasche, was es alles vereint im Beard Hatcher Pro Kit zu kaufen gibt. Aber das wiederum wäre auch wieder langweilig, wenn ich euch nicht mindestens 20% Rabatt mit kostenlosem Versand anbieten könnte. Oder? Ja, ihr habt richtig gehört. Mit dem Code FABI bekommt ihr bei eurer nächsten Bestellung 20% Rabatt, kostenlosen Versand und noch 2 Geschenke obendrauf. Deswegen schließt euch weltweit über 8 Millionen Männern an und bestellt noch heute bei Manscaped. Was man natürlich auch noch sicher sagen kann, ist, dass Charaktere wie Jinora, Iki, Milo und Rohan zu 100% wieder auftauchen werden, da der neue Avatar einen Meister im Luftbändigen benötigt, sowie eventuell weitere Enkel bzw. Urenkel unseres alten Teams Boomerang. Und wenn man daran denkt, dass Luft das gegensätzliche Element zur Erde ist, wird es vermutlich wieder einige Episoden dauern, die jedoch mit weiteren Wissen der alten Luftnomaden vollgepackt werden könnten. Leute, 2025 wird einfach nur ein großartiges Jahr für jeden Avatar-Fan. Lasst am besten jetzt schon mal ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und ansonsten würde ich mich über die 4 Elemente in den Kommentaren sowie eure Meinung und weiteren Storysträngen freuen, um zu schauen, mit wem ich so die letzten Minuten verbracht habe. Ciao!